Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Herzlich willkommen zurück zur F1 23 MyTeam Karriere. Ein wunderschöner Tag, um ein wunderschönes Rennen zu fahren. Hoffentlich. Wir sind unterwegs in Jeddah. Und ich hoffe, dass wir hier ein erfolgreiches Quali und ein erfolgreiches Rennen haben werden. Oh, der Grip ist überwältigend. Hier links den Curb aber nicht mitnehmen, denn das ist der Icy Curb. Ah! Icy, spicy und skaty ist er auch noch. Ah! Ist er weit rausgekommen? Und Lewis Hamilton aktuell auf Pole-Kurs. Ein Satz, den man nicht so oft hören dürfte dieses Jahr. Oh, 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 oh. Alter, war das eng. That's what she said. So. DRS im Mittelsektor geöffnet. Oh! Nicht optimal gefahren. P8. Ich habe übrigens eine kleine Theorie, warum ich letztes Rennen so gut abgeschnitten habe. Ich habe das Spiel tatsächlich auch mal jetzt ein bisschen schwieriger eingestellt. Und zwar gab es zu Release eine etwas veränderte Gasannahme und die wurde jetzt über einen Patch auch wieder angepasst. Das hat man, glaube ich, auch beim Rennstart ganz gut gemerkt, weil da die Drehzahl, zumindest in meinen Uncut-Videos, sehr schnell wieder aufgebaut wurde, was hier jetzt wieder ein bisschen gechillter ist. Insofern kann ich, glaube ich, beim Schwierigkeitsgrad noch ein bisschen höher gehen und ich glaube, ausgehend von dieser Qualifikation aus, wobei Lando Norris eigentlich auch sehr, sehr weit vorne ist, überraschend weit vorne ist. Okay, was passiert hier? Fernando Alonso und Lance Stroll überhaupt nicht on pace. Krass. Ja, insofern kann ich die KI-Schwierigkeit, glaube ich, nochmal ordentlich hochdrehen. Also, ich hatte jetzt überlegt, 94.01 zu machen, womit ich in der Uncut-Karriere Probleme hatte. Aber ansonsten machen wir vielleicht mal so 100... Ich will mich vorsichtig nähern. 103 geht, glaube ich, klar. Wir gucken auf den WM-Stand. Wir haben den 7. Platz geholt. 6 Pünktchen sind das insgesamt. Wir sind P5 in der Konstrukteursmeisterschaft. Und keine Sorge, ich werde nicht so ewig viel über KIs reden. Aber, also KI-Schwierigkeiten, aber über Performance. Alpine hat uns tatsächlich dann bei der letzten Entwicklung hier überholt. Wir haben ein Aero-Teil in der Pipeline, das zum nächsten Wochenende ready sein sollte, bis Melbourne. Und wir können noch ein weiteres direkt anschmeißen. Wobei, wenn das erst bis Baku alles fertig wird, komm, dann machen wir mal ein großes Upgrade. Alles gut. Schleifblock ist angekommen. Machen wir auch hier ein großes Upgrade beim Chassis und beim Motor. Schaffen wir auch noch ein großes Upgrade und wären damit sogar noch vor den Ferrari-Teams. Vorausgesetzt, die entwickeln nicht weiter. 85 Ressourcenpunkte haben wir noch und hoffentlich haben wir im Laufe der Saison dann irgendwann auch die 85 Punkte. Wir starten auf den Mediums und hoffen auf ein wundervolles Rennen. Let's go! Ja. Da war leider ein bisschen dicht vor mir. Lando Norris, Russell und Sainz. Sainz, by the way, auch mit Mediums. Ocon auch. Die sind da 3 wide gewesen vor mir gerade. Ah! Aufpassen. So, und wir pushen hier jetzt schön weiter. Abfahrt. Dranbleiben wäre auf jeden Fall irgendwie cool. Oh! Aber ich denke, es wird ein bisschen schwierig. Nico Hülkenberg auf jeden Fall schon mal in Angriffsposition. Aber wir können uns hier verteidigen mit sehr, sehr spätem Bremsen. Eine Sekunde schon zu Russell. Nico Hülkenberg schließt wieder die Lücke. Ah, ich muss mich vielleicht ein bisschen jetzt nach hinten orientieren gerade. Ball lief sehr gut, aber Heidewitzka, die sind im Rennen sehr schnell. Das Spiel empfiehlt vor allem ausgewogene Flügelsettings hier. Wo ich mir auch denke, so, wenn ich jetzt ausgewogen hätte, hätte ich ein großes Problem, weil da wäre Hülkenberg schon längst vorbei. Hab da so ein Zwischending zwischen ausgewogen und erhöht. Ich glaube 1917 oder so. Nico Hülkenberg probiert es außenrum. Boah! Und Fernando Alonso! Das ist der große Profiteur dieser Situation hier. Der Aston Martin setzt zum Überholen an.
und kommt wahrscheinlich auch vorbei. Ja. Wenig Chancen hier gegenzuhalten. Und Esteban Ocon auch dran. Ja, ich brauche DRS. Ganz, ganz wichtig. Bis DRS verfügbar ist, müssen wir hier irgendwie noch durchhalten. Und dann können wir uns vielleicht verteidigen, wenn wir jemanden haben, an dem ich mich dranhängen kann. An dem ich mich ziehen lassen kann. Esteban Ocon jetzt. Probiert es around the outside. Boah, Alter, war das... Oh, geil. Oh, oh. Aufpassen, Dave. Nicht zu euphorisch sein bei sowas. Einfach Ocon folgen jetzt. Ich greife aber natürlich nicht an. Ich versuche jetzt erstmal zu verwalten. P8 ist das Maximum. Wenn man ganz realistisch drauf schaut, werden wir wieder den McLaren holen, der überraschend schnell ist. Noch Aston Martins, Fernando Alonso, oh mein Gott, und Nico Hülkenberg probiert's. 3 wide. Alter. Was für geile Fights bis jetzt. Und wir sind vorbei an Esteban Ocon, also... Oh! Geil. Geil. Esteban Ocon kommt ohne DRS, mit DRS meine ich natürlich, nicht so richtig ran. Das ist ein bisschen überraschend gewesen, aber ich hatte jetzt das Gefühl, dass Hülkenberg hier deutlich schneller unterwegs war als er. Ocon chillt jetzt weiterhin. Was? Warum ist Verstappen so weit hinten? Hä? Habe ich irgendwas verpasst? Nico Hülkenberg zieht hier auf jeden Fall vorbei. Okay, ich korrigiere, P9 ist das Maximum, wenn Verstappen noch hinter uns ist. Aber jetzt müssen wir natürlich pushen, um Nico Hülkenberg nochmal einzusammeln. Ich hoffe, dass wir da jetzt schnell vorankommen. Nicht zu schnell. Wie gesagt, hier nicht außen auf den Körb fahren mit dem Unterboden. Ja, 9 Zehntel. Wir bleiben auf jeden Fall dran an Hülkenberg und können hier DRS nutzen. Alles gut. Wir sind dran an Hülkenberg. Da können wir natürlich... Oh. Da können wir natürlich direkt angreifen, aber ich will eigentlich nicht wirklich. Ich will mich eigentlich eher ziehen lassen. Aber ich bin halt einfach gerade noch schneller. Das ist natürlich die Frage, wenn ich jetzt auf dem Medium-Reifen starte, wie schützen wir uns jetzt vor einem Undercut oder können wir sogar unsererseits einen vorzeitigen Stopp mit diesem Reifen machen, nach 9 Runden zum Beispiel. Und so würden wir Ocon davon fahren und würden uns vielleicht auch gegen Undercuts wehren. Weil in der ersten Runde sind die Reifen ja nicht so funktionstüchtig nach dem Stopp. Haben wir schon mal festgestellt. Alter, oh Gott, oh Gott. Ja, das war eng. 3 Zehntel langsamer als meine PB. Der Abstand nach vorne verringert sich auf unter 4 Sekunden. Norris hat da gerade gegen Alonso gekämpft. Tut's, glaube ich, gerade wieder. Also insofern noch sind Chancen da vorne anzugreifen. Von hinten, oh Gott, kommt ein Verstappen mit großen Schritten näher. Der hat jetzt schon Ocon im Visier und könnte ihn jetzt schon überholen gleich. Aber hat sich, glaube ich, für diese Kurvenkombination hier eine ungünstige Position ausgesucht. Der war da außen für die erste Linkskurve dann. Ja, noch ist er nicht vorbei. Ja, die Frage ist natürlich, wie der Reifen-Drop-Off ist. Da muss ich gleich mal bei Perez gucken. Also die Soft-Reifen bauen schon ganz gut ab. Perez hatte eine 30,7, 31,3, 32,0. Das ist auf jeden Fall schon mal einiges an Pace, die er da verliert. Ich glaube auf Soft-Reifen. Bin mir gerade nicht sicher, to be honest. Soll ich mich hier verteidigen? Zieh einfach durch, Max. Go for it. Alter. Es ist so heavy, wie genial der Red Bull hier liegt. Ja, wenn ihr sehen wollt, wie genial der Red Bull für euch liegen könnte, ich habe einen Team-Performance-Vergleich gemacht. Gerne das auch mal anschauen. Ein, ich finde, super spannendes Video. Vor allem, weil es nicht nur darum geht, welches Team wie schnell auf der Strecke ist, sondern auch darum,
wie man die Fahrzeuge teilweise ganz unterschiedlich fahren muss. Und das ergibt sich halt aus vielen Faktoren. Insgesamt sehr, sehr spannendes Video. Und ich versuche gleich mal einen Hülkenberg hier vorbeizuziehen und direkt in Max Verstappens DRS-Fenster zu kommen. Weil das wäre aktuell der größte Win, den wir hier haben könnten aus der Situation. Also die Softs sind jetzt schon um über eine Sekunde gedroppt. Vorausgesetzt, Perez hatte Softs drauf. Bei den Mediums weiß ich es halt nicht, weil Verstappen können wir halt nicht wirklich schauen, weil er war halt die ganze Zeit im Verkehr. Das sind keine zuverlässigen Daten. Oh! Okay, let's go. 1,6 zu Verstappen. Ich muss jetzt 6 Zehntel aufholen auf der Geraden. Dann haben wir direkt DRS von ihm. Das hat, glaube ich, funktioniert. Haben wir DRS? Nein! Mano! Schade. Esteban Ocon ist dran. Ah, da kann ich nicht viel machen. Muss ich auch nicht. DRS nutzen ist ja schon mal die halbe Devise. Was? Flaps minus 1, minus 1? Was? Okay. Anscheinend habe ich irgendwas beauftragt, was ich nicht beauftragen wollte. Plus 1 wäre aber eine Idee. Also insofern gut, dass wir darüber sprechen. Und Teamkollege ist an der Box. Perfekt. Dann gehe ich in der nächsten Runde rein und wir können dann gucken, wie der Abstand, oh mein Gott, zu Esteban Ocon sich entwickelt. Uiuiuiui. Die Reifen werden ab 30% tatsächlich ziemlich ungenießbar. Das merkt man jetzt auch gerade. Das heißt, auch die Softs werden zum Ende hin sehr, sehr unangenehm. Und Zhou Guanyu kann hier gut mithalten gerade. Nein, Ocon, bitte nicht wegfahren, danke. Weniger als eine Sekunde Rückstand. DRS nehmen wir hier natürlich wieder mit. Eieiei, also bis jetzt sind die Rennen so ereignisreich und ich kann euch sagen, 100% gibt dem Ganzen nochmal mehr Würze. Das ist so cool bis jetzt alles. Insbesondere dadurch, dass der Reifenabrieb wirklich so heftigen Effekt hat auf die Pace. Push, push. Schnell ran an Ocon, ich gehe gleich an die Box. Da soll ich doch draußen bleiben. Ich bleibe noch draußen. Ich bleibe an Ocon dran. Ich weiß nicht, wie es sonst wird, wenn ich halt die Softs genauso lange nutze wie die Mediums, weil die Mediums jetzt schon nicht so wirklich genießbar mehr sind. Perez 3 Sekunden hinter uns. Lücke zu Esteban Ocon ist sehr, sehr klein. Also mit oder ohne ERS. Ich glaube, ich kann hier angreifen. Boah, Junge! Eieieiei. Eieiei. Und Sergio Perez so, Leute? Hallo? Was macht ihr hier? Oh, Alter, war das eng. Oh mein Gott, ey. Boah. Ey, bis jetzt kompletter Achterbahnritt hier. Sagt man das so? Keine Ahnung. Sehr wilder Ritt auf jeden Fall. Let's go, Leute. Coole Outfits, by the way. Nein. Och, Mann. 5 Sekunden, weil die den Reifen nicht richtig drauf bekommen haben. Oh, nee. Nee. Nein. 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 Oh nein. Das war nicht so cool. Aua. Ja, Medium-Soft-Strategien sind halt damit tatsächlich sehr stark genervt worden. Ach du Schreck. Oh mein Gott, das ist ja... Das ist nicht gut. Überhaupt nicht gut. Ich bin früher die ganze Zeit Medium Soft gefahren, damit wir die Reifen irgendwie gut auf Temperatur bekommen nach dem Stopp. Weil das ist halt das Wichtigste eigentlich dann, aber wenn der Undercut jetzt halt so übermächtig ist, ich habe sogar im letzten Video noch gesagt, es
tut gerade super weh, ne? Egal, dranbleiben an Ocon. Und hier kommen wir easy vorbei. Alter, das ist gegen Ocon immer Lotterie, ob man überlebt oder nicht. Schöner Grip hier aus dem Exit der letzten Kurve. Sind damit auch vorbei an Tsunoda und Piastri. Sehr schön. Dafür kann man halt mit frischen Softs auch wieder ganz gut überholen. Also geht sogar noch. Oh mein Gott, bin ich schnell dran an Magnussen. Das ist ja crazy. Ich habe da halt vor der DRS-Geraden da eben minimal ERS genutzt. Ich bereue es so ein bisschen. War zwar nicht viel, aber ein bisschen was auf Reserve haben ist immer besser als ein bisschen was nicht auf Reserve haben. P16, auf geht's. Wir haben noch 6 Runden Zeit. Wir schließen die Lücke zu Maldonado. Quersteher von ihm. Ja, und dadurch, dass Stroll auch zum Manöver gegen Gasly ansetzt, haben wir hier weiterhin Windschatten. Stroll haben wir eventuell jetzt auch in der Tasche. Vom Angreifer zum Verteidiger jetzt. Das könnte P14 jetzt sein. Boah! Jo! Der Extra-Grip ist real! Oh mein Gott! P13! Eieiei, wie viel Prozent haben wir auf den Reifen? 15, 16 vorne links. Ja, das wird sich irgendwann auf jeden Fall nochmal ändern von der Pace her, aber aktuell können wir hier noch richtig durchziehen. Geil! Wie schön man hier auch eng an die Banden ranfahren kann. Geil! Dran an Albon. Und er greift Bottas an, oder auch nicht? Ah, da waren sie sich nicht ganz einig. Wir haben auf jeden Fall schon mal Albon geholt. Bottas jetzt direkt vor der Nase. Können wir hier eventuell noch einen Cent machen? Nee, leider nicht. Ich will auch nicht zu übertrieben reingehen, weil wir haben recht sicher einen oder zwei Punkte sogar. Und wenn ich jetzt irgendwie mir einen Flügelschaden einfahre, indem ich einfach mich viel zu sehr verkalkuliere beim Anbremsen, dann wäre es halt irgendwie auch doof, sich hier die Punkte zu vergeben. Boah, eieieiei. Da geht's wild um die Kurven. Valtteri Bottas und Nico Hülkenberg. Da geht mir der Platz aus, weil Nico Hülkenberg hier sich außen positionieren wird, um gegen Bottas die Kurve fahren zu können. Nicht gegen Bottas, sondern um einfach nur die Kurve fahren zu können. Valtteri Bottas, Hammer gekriegt. Jetzt haben wir noch 3 Runden für Hülkenberg und Joe Guan Yu. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die vorherfahrenden KI-Gegner immer so ein bisschen rumschlingern. Und das erschwert es ja nicht nur mir, wie man gerade gesehen hat anhand von Hülkenberg oder davor auch, keine Ahnung, wieder anhand von Hülkenberg, glaube ich, Angriffe zu starten, sondern es erschwert ja auch anscheinend der KI, die Angriffe richtig zu timen und zu planen. Also irgendwie ein bisschen komisch, aber ich kann es noch nicht ganz ausmachen. Also ich will da noch nichts Finales zu sagen, ehe ich mir nicht das irgendwie noch im Replay oder so mal anschaue, weil es wirkt ja im Moment nur ein bisschen strange. Aber vielleicht bin ich halt zu sehr in dieser Racing-Action drin und Nico Hülkenberg und ich versieben es halt gerade einfach nur komplett. Was wir auf jeden Fall nicht versiebt haben, ist diese Runde bis hierhin. Denn wir bleiben gut dran. Und wir können hier Nico Hülkenberg jetzt angreifen. Auf geht's. DRS eröffnet. Boah, das sieht so gut aus. Es macht so Spaß tatsächlich. Also, ich vertraue diesem Auto hier gerade ultimativ viel. Auch hier wieder. Boah! Boah!
Ach du Schreck, wie geil ist das denn alles? Wir sind an Jogo New vorbei. Und außenrum geht's auch an Hülkenberg vorbei. Jetzt ist natürlich die Frage, kann ich mir das Softs wegziehen? Ich hoffe ja. Ansonsten muss ich mich jetzt auch verteidigen, zwei Runden lang. Sergio Perez gewinnt das Ding. Ah! Ich verdecke den Rückspiegel. Nico Hülkenberg direkt hinter mir. Ich war am Ende der letzten Runde echt ein bisschen weiter weg. Und jetzt hat er noch die Chance hier anzugreifen. Probiert den Switchback. Ich park am Apex. Und jetzt ist die Frage, kann er nochmal mit DRS hier vorbeiziehen oder nicht? Er probiert es gar nicht. Hä, was machst du, Nico? Er bombcraftet mich. Ehrenmann. P9, nachdem wir auf P7 gestartet sind, eigentlich ein ganz gutes Rennen. War in Ordnung und war auch sehr, sehr anstrengend tatsächlich. Und wir gucken mal ganz kurz auf den Gesamtpunktstand. Perez hat die zwei Rennen gewonnen bisher. Heavy, okay, Max Verstappen bis jetzt auch überhaupt nicht in die Pötte gekommen. Nur Dritter in der Gesamtwertung. Ich bin auf P8 mit 8 Punkten, das gefällt mir ganz gut. Und damit haben wir auch in der Konstrukteursmeisterschaft den 8. Platz vor McLaren, die aber dieses Rennen 2 Punkte aufholen konnten. Werte Damen und Herren, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei diesem großen Preis von Saudi-Arabien. Wenn du siehst, das gerne auch nach oben, dann gerne einmal rausfahren beim nächsten Video dabei sein und bis demnächst bei F1 23, wo auch schon eine Review in Arbeit ist, mit sehr, sehr, sehr vielen positiven Worten für dieses Spiel. Tschö, tschö.